Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ronny. Ja, wir testen heute mal den automatischen Scheibenwischer bei natürlich wundervollen Regen mit Gischt, mit allem drum und dran, was wir so haben können auf der Autobahn. Und ich wollte das eigentlich schon längst mal getestet haben und heute sind die perfekten Bedingungen dafür. Denn ich habe den Scheibenwischer im Automatikmodus. Das heißt, er selber entscheidet, wie gewischt wird und wie nicht gewischt wird. Und ja, das ist halt die beste Voraussetzung jetzt mal, auch im Autopiloten, wo ja dann, okay, jetzt macht er die Geschwindigkeit schon weg. Alles klar. So, auf jeden Fall, ich habe das schon ja bei meinem Tagfahrautomatikwischer getestet. Also sprich, wo ich den Scheibenwischer im Automatikmodus bei Tag getestet habe und jetzt bei Nacht. Bei mir ist es so, ich finde, dass er bei Nacht besser wischt als am Tag, wo ich ja immer gesagt habe, ja, warum wischt er denn jetzt nicht oder warum macht er denn so nicht? Klar, man muss halt auch davon, ich sag jetzt mal, ausgehen, dass nicht immer jeder Regen gleich ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel doch relativ starken Regen. Und wo man, ihr merkt es ja selber, ihr seht es ja auch, also hier kommt einiges runter und von daher muss man schon sagen, da kann man schon mal die perfekten Bedingungen, also schon mal von den perfekten Bedingungen sprechen. So, worum geht es mir eigentlich dabei? Ja, es ist eigentlich so, dass wir ja gesagt haben, der automatische Scheibenwischer wischt manchmal halt gar nicht oder halt nur ganz, wie soll ich sagen, ab und zu mal oder sowas oder auch gar nicht, ne, dass man selber dann immer betätigen muss. Also ich sage euch jetzt, wo ich aus meiner Tiefgarage gefahren bin, bis jetzt hierhin, er hat alles automatisch gemacht. Ich musste nichts irgendwie einstellen oder selber mal auf den Knopf drücken, dass er anfängt zu wischen. Gar nichts. Er hat bisher alles selber gemacht. Tesla hat uns ja gesagt, da soll ein Update kommen, also sprich, es wurde auf X gepostet, dass man gesagt hat, ja, wartet ab, es werden Scheibenwischer-Updates und Verbesserungen kommen. Wann die allerdings kommen, ihr wisst es selber, wir könnten jetzt den Witz wieder raushauen oder sprich das Meme rausholen und sagen, yo, 2 weeks, ne, aber das ist ja nicht so, deswegen, es wurde auch nicht so angekündigt, deswegen kann man da schon mal sagen, es soll kommen und wir müssen einfach darauf warten. Ja, also ich würde sagen, perfekte Bedingungen, wie ihr seht. Ich merke auch selber, wie er die Geschwindigkeit hoch und runter regelt, je nach Aufkommen des Regens aktuell. Das finde ich schon mal hervorragend. So, jetzt gleich werden wir das Ganze natürlich auch noch im Autopiloten testen. Und da schauen wir dann mal, was er macht. Ob er jetzt die Geschwindigkeit annimmt, die ich ihm vorgebe, oder ob er sagt, nee, du, das ist mir jetzt zu krass hier. Ah, er verringert auf jeden Fall. Ja, er sagt, der Autopilot wird wegen schlechten Sichtverhältnissen auf 90 km/h begrenzt. Dann muss ich wohl selber wischen, sag ich schon. Da muss ich wohl selber fahren heute. Und ja, also bei 90 würde er selber fahren. Aber ich möchte jetzt hier nicht unbedingt 90 fahren. Deswegen übernehme ich das selber. Aber für mich auch schon mal ein Test. Ihr müsst wissen, ich habe heute auch ein neues Mikrofon im Einsatz und möchte gerne mal den Ton davon testen. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt von dem Ton haltet. Ich habe jetzt aktuell für die technisch Interessierten, ich habe jetzt aktuell das DJI Mic 2 in Verwendung und das ist direkt angeschlossen an meinem iPhone 15 Pro mit dem Empfänger. Und ich habe den Sender ganz klar hier bei mir am Kragen, damit ich quasi jetzt damit euch reden kann oder damit das dann direkt in das, ich sag jetzt mal, Handy kommt. Genau. Ja, ansonsten, ich muss sagen, es gibt jetzt nicht viel zu motzen über den Scheibenwischer. Ihr seht es selber. Es macht er sehr souverän, wo ich jetzt keinerlei Beanstandung habe. Ich kann das halt immer nur dann testen, wenn ich jetzt selber zur Arbeit fahre morgens, weil ich halt sehr früh fahre. Wir haben aktuell 5.44 Uhr und da sind es jetzt natürlich die perfekten Bedingungen, bevor es
allmählich jetzt wieder Richtung Frühling geht, wo wir dann schon, ja, ich glaube Ende des Monats zum Ende März hin wird ja auch die Uhr wieder umgestellt. Das heißt, dann haben wir ja wieder eine Stunde vor. Das würde bedeuten, dann haben wir es nämlich schon langsam hell draußen. Deswegen jetzt die Aufnahme und ich hoffe, dass ich dann, ja, wahrscheinlich muss ich das dann irgendwann mal abends oder nachts machen, eine Aufnahme, damit ich dann sagen kann, ja gut, jetzt haben wir dieselben Verhältnisse, auch wieder dunkel. Wir haben es auch ein bisschen neblig draußen und ja, auf jeden Fall muss ich jetzt schon mal sagen, er macht das wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich muss sagen, bei Nacht, da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ich hatte generell bei Nacht seltenst Probleme mit den, ich sag jetzt mal, Automatikwischern, dass ich da irgendwie selbst nachhelfen musste oder sowas. Aber wir haben ja links sehr viel Wasser stehen. Da sollte ich vielleicht, jetzt geht's wieder. Links stand etwas viel Wasser gerade. Das merkt man dann immer schön im Lenkrad, wenn er sich dann da so leicht abhebt von der Fahrbahn. Aber jetzt ist es wieder okay. Genau, und das, ja, selbst bei dem 2,2 oder ja, 2 Tonnen Fahrzeug wie dem Model Y hast du schon mal auch damit Probleme, ne? Also der ist jetzt nicht so, dass er sich dann da in die Wasserpfütze reingräbt oder so. Gerade bei einer höheren Geschwindigkeit ist das natürlich nicht so. Ja, das auf jeden Fall dazu, zu dem Test. Ich wollte das unbedingt mal festhalten. Ja, wie ihr seht, er wischt und wischt. Also wirklich souverän, ohne irgendwelche Probleme, ohne dass er jetzt sagt so, ey yo, ich mache jetzt einfach mal aus. Ich sehe genug, mir egal, ob du was siehst oder so. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Von daher kann man sagen, ist der Test als Videoaufnahme schon mal im Kasten. Ich würde dann behaupten, dass wir das nächste Mal das dann testen, wenn es diese Updates gab. Wobei ich dann sagen muss, ich habe immer noch dieses Wischverhalten, was ich euch schon mal erklärt habe in einer meiner Videos. Da habe ich euch ja gesagt, dass wir Probleme haben, oder ich viel mehr Probleme hatte, dass der Wagen, wo nichts, keine Wolke, also nicht mal eine Wolke am Himmel war, und er einfach hingegangen ist und hat dann einfach gewischt, einfach auf die trockene Scheibe, wo nichts gewesen ist. Ja? Und da muss ich doch schon sagen, das habe ich jetzt sehr oft gehabt. Und ich kann noch mal den Softwarestand sagen, damit wir das alle gleich gleichzeitig für euch auch checken könnt. Ich habe jetzt hier die, wo steht's da? Die 2024-2.7 habe ich jetzt hier drauf. Und ich blende es euch natürlich auch noch mal unten ein. Und das ist auf jeden Fall mein derzeitiger Softwarestand. Und da muss ich sagen, ich hatte das sehr, sehr regelmäßig mit dieser Software, dass er einfach auf die trockene Scheibe gewischt hat. Nicht so, wie ich das von vielen Berichten kenne, wo sie sagen, ja, dann fängt er da an zu wischen wie so ein Wilder oder sowas. Nee, gar nicht. Das hat er nur eins, zwei Mal gemacht. Und ich bilde mir ein, er hat das immer dann gemacht, wenn ich in die Sonne, mit der Kamera vorne, in die Sonne gekommen bin. Das ist das, was ich so feststellen konnte, dass das immer regelmäßig gewesen ist. Und ja, ob das jetzt dann bei euch auch so gewesen ist, müsst ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten, also ich dachte jetzt, man könnte hier wildere Spekulationen oder so auffahren. Also dass wir sagen, guck mal, das ist gar nicht so toll, wie das Ganze hier ist. Aber es ist doch besser, als ich dachte. Also ich mache jetzt mal den Autopiloten rein, damit wir das auch noch drin haben, weil jetzt muss ich sowieso nur, also hier sind nur noch 80 erlaubt, deswegen stelle ich auf 85. Und ja, er macht das wirklich sehr gut. Jetzt kommt noch mal ein bisschen stärkerer Regen. Er verringert jetzt auch nicht die Geschwindigkeit. Eben hat er gemeint, dass er bis 90 km/h im Autopiloten fahren könnte bei diesen Wetterverhältnissen. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. Ich sehe das, was ich sehen muss. Ich sehe sehr gut. Ihr habt es ja jetzt auch gesehen in der Kamera. Jetzt verringert er das Tempo nochmal. Aber er hat es nur kurzzeitig Tempo wegen
schlechten Sicht begrenzt. Er hat es jetzt aber auf 85 Max immer noch gestellt. Also von daher alles gut. Ja, so jetzt stehen wir mal an der Ampel. Das ist gut, um zu sehen, was er jetzt mit dem Scheibenwischer macht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum er jetzt hier natürlich dann dafür sorgen will, dass die Scheibe frei bleibt. Also im Stand müsste er meiner Meinung nach jetzt nicht so agieren, wie er das jetzt hier tut. Aber okay. Wir warten jetzt allerdings noch den Lanxess Arena Tunnel ab, denn ich möchte sehen, ob er da jetzt weiter wischt oder ob er merkt, hey, hier ist ja gar nicht so viel Zeug auf der Scheibe, da muss ich ja nicht mehr wischen. Das schauen wir uns jetzt noch an. So, also er wischt. Jetzt hat er gerade kurz aufgehört. Ich wollte ihn gerade loben. Und jetzt fängt er wieder an zu wischen auf einer trockenen Scheibe, was eigentlich nicht sein muss. Also da würde ich mir auf jeden Fall die ein oder andere Verbesserung auf jeden Fall wünschen. Und das wäre dann genau in diesem Fall, dass er hier einfach nicht wischt. Das so braucht er nicht. Ja? Also er braucht jetzt hört er wieder auf, aber wahrscheinlich auch nur, weil wir stehen. Ja, jetzt macht er diesen langsamen Intervall, jetzt fängt er wieder an. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr seltsam, was er hier macht. Also ich persönlich hätte da jetzt auf jeden Fall so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, jetzt ist es wieder gut, sage ich mal. Er fängt jetzt wieder an zu wischen, so wie es sein sollte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Video für dich hilfreich war. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Wenn du ja nichts rund um das Thema Tesla verpassen möchtest, dann sehen wir uns in dem einen oder anderen Video wieder. Wenn du jetzt noch ein weiteres Video schauen möchtest, dann schau doch mal hier auf der Seite nach. Da habe ich dir noch etwas eingeblendet. Ja, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du jetzt das Video schaust, oder eine angenehme Nacht. In diesem Sinne, euer Ronny ist raus. Cheers!